Wir entwickeln das Kinetarium. Das ist eine Plattform für interaktive Veranstaltungen im Planetarium. Besonderer an der Idee ist, dass es bisher noch nicht die Möglichkeit gab, dass Hunderte von Leuten miteinander auf eine Projektionsfläche schauen und die interaktiv dann bedienen können. Zum einen ist es komplizierter, als wir dachten, eine Projektion in die ganze Kuppel zu bringen, weil da eine ganze Menge Technik dahinter steckt, die wir auch erstmal verstehen mussten. Und die zweite größte Hürde ist, glaube ich, dass wir was entwickeln, was es noch nie gegeben hat. Und viel darüber sprechen müssen, viel erklären müssen, was wir vorhaben und warum das was Besonderes ist. Das tollste Feedback war bei einer Testveranstaltung, wo wir einen Mechanismus, einen Baustein entwickelt hatten, in dem zwei Mannschaften gegeneinander Fußball gespielt haben. Im Planetarium mit 150 Spielern auf dem Feld. Und das hat sehr viel Freude und sehr viel Jauchzen verursacht. Das ist toll, von der MFG unterstützt zu werden mit dem Projekt. Gerade weil wir viel erklären müssen, viel auf Leute zugehen müssen und ein Netzwerk aufbauen müssen zu den Planetarien und zu Veranstaltern, für die das interessant sein könnte. Das ist natürlich eine tolle Auszeichnung von der MFG als Ideenstarker, für Baden-Württemberg als Gründungsidee gefördert zu werden. Und die Maßnahmen, die wir bisher hatten, sind ganz großartig und machen viel Spaß. Wir möchten mit dem Projekt auf Tour gehen. Das heißt, wir möchten möglichst viele Planetarien damit ausstatten und es überall auf der Welt mal ausprobieren, den Leuten zeigen können. Toll wäre, wir würden es in nächster Zeit schaffen, zwei Planetarien miteinander zu verbinden und die Besucher in dem jeweiligen Planetarium mit der anderen Besuchergruppe interagieren lassen zu können. Wir möchten ganz viele Leute auch noch kontaktieren. Wir möchten gerne auf Schulen zugehen. Wir möchten gerne mit Firmen zusammenarbeiten, die da ihre Inhalte präsentieren können. Und natürlich möglichst viele Planetarien ansprechen.